Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu The Minish Cap Randomizer. Es geht wieder weiter. Möglicherweise sind wir heute hier im Finale. Es könnte zumindest sein. Aktuell immer noch im dunklen Schloss Hyrule. Oh Gott. Und möglicherweise, wie gesagt, im Finale. Denn, wir bewegen uns hier auf Endgebiet. Was ist das denn hier für ein Raum? Und sammeln gerade die letzten Schatzkisten ein. Also wir sind gerade wirklich bei der letzten Schatzkiste. Sogar. Shit. Okay, ich mache mal kurz die Hand weg. Zack, zack, zack. Tschüss. So, und jetzt müssen wir scheinbar hier nochmal kurz Pfeile reinballern. Ja, wir werden dann nochmal kurz rausgehen aus dem Schloss. Weil wir haben noch die Statue bekommen aus der Nintendo-Galerie. Das heißt, wir können noch diese Tür aufmachen. Oder den Raum öffnen. Zu dem einen Haus, wo wir noch zwei Schatzkisten bekommen. Dann hier runterhüpfen. Ignorieren und hochgehen. Ne? Das ergibt Sinn. Und dann kann ich sogar noch hier rausgehen. Aber was ist da? Und wie mache ich das? Ach, da ist ein Schalter. Ah, ich bin so doof. Okay. Erstmal letzte Schatzkiste. Müsste die letzte Schatzkiste im Schloss sein. Sieht so aus. Und es gibt ein Herzteil. Sehr schön. Oh, Gott sei Dank. Eins noch, Leute. Ein Herzteil noch, dann haben wir alles completed. Dann bin ich sehr zufrieden mit uns. Dann können wir wirklich das Game 100% abschließen. Okay. Was soll ich hier? Hey! Hat das was zu bedeuten hier, Leute? Oder? Warum geht's hier raus? I don't know. Okay, komm. Oder muss ich jetzt wieder zurückfliegen? Nee. Komm hier wieder raus. Keine Ahnung, was das jetzt sollte. Shit. Naja, bin ich schneller. So. Okay. Schön. Das lief doch gar nicht mal so schlecht. Wir haben das letzte. Oder wir haben ein Herzteil bekommen. Und jetzt. Wo war denn der Teleporter? Wir hatten hier irgendwo einen Teleporter, der wieder rausgeführt hat. Genau. Den werde ich mal kurz usen. Und dann schauen wir uns mal kurz noch, das Haus an. Ich hoffe, da kriegt man noch ein Herzteil. Das wäre so schön, wenn da das letzte Herzteil drin wäre. Weil dann haben wir es wirklich Das wollte ich nicht. Dann haben wir es wirklich completed, das Game. Was ich nicht mal wollte. Aber es wäre jetzt schade, mit dem letzten Herzteil, ohne das letzte Herzteil, ins Finale zu gehen. Dementsprechend, nein. Machen wir das natürlich noch. Und zwar das hier. Da kommen wir jetzt einfach rein. Sind sogar drei Schatzkisten. Und hier haben wir ein Upgrade. Lichtbogen erhalten Pfeile mit der Kraft des heiligen Lichts. Ja, das hatten wir ja vorher schon. Das Grammophon, das Lieder spielt. Wunder, wunder, wunderbar. Willst du mal hören? Los, let's go. Ja. Ja. Das war richtig High-End. Die Fernzünder. Ach, stimmt ja. Es gab ja noch die Fernzünderbombe. Habe ich auch ganz vergessen. Ja, keine Ahnung. Upgraden geht nicht. Dann lass mal so. Shit, aber das letzte Herzteil fehlt. Nein! Ich dachte, wir können es beenden, Leute. Ich dachte wirklich, wir können es beenden. Aber irgendwo fehlt noch ein Herzteil. Irgendwo habe ich was übersehen. Und theoretisch auch der Spiegelschild, whatever. Ja, das ist halt die Frage. Wo ist das, was ich übersehen habe? Traurig, traurig. Tja, ich glaube, das werde ich mal eben versuchen, offscreen herauszufinden. Ich weiß aber nicht, ob ich es schaffe. Weil ich bin halt nicht so drin in dem Minish Cap. Und jetzt im Spoiler-Log zu gucken, wo ich was verpasst habe, könnte hart und lange dauern. Deswegen, ich werde mal einen kurzen Abstecher machen in den Spoiler-Log, aber ich kann nicht versprechen, dass ich was finde. Dementsprechend sehen wir uns gleich wieder.
Entweder mit einer Lösung oder ohne und auf jeden Fall dann im Finale. Okay Leute, da sind wir also wieder in Schloss Hyrule. Leider habe ich das letzte Herzteil nicht finden können. Ich habe jetzt ungefähr nochmal 20 Minuten gesucht. Aber leider ist der Spoiler-Log für mich auch echt, als würde ich, keine Ahnung, eine andere Sprache lesen. Also, die ich nicht verstehe. Und ja, ich kenne mich halt einfach mit dem Game nicht so gut aus, gerade im Englischen nicht. Und dementsprechend ist es sinnlos, den Spoiler-Log zu lesen. Leider müssen wir den Kampf ins Finale mit dem fehlenden letzten Herzteil angehen. Ist leider so, aber können wir jetzt nicht ändern. So, dementsprechend, hier ist der Boss-Key. Und wir gucken mal, was passieren wird. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ihr seid gekommen, um die Zeremonie zu stören, doch ihr kommt zu spät. Wenn die Glocke noch dreimal läutet, ist die Zeremonie beendet. Und mit dem dritten Glockenschlag werde ich Erzdämon Fati sein. Tja, und Zelda ist dann wirklich nur noch ein Stück Stein. Oh, wir haben keine Zeit, Link. Lass uns aufs Dach gehen. Let's go. Ich kann die einfach ignorieren, oder? Hast du die Glocke gehört, Link? Nur noch zwei Schläge, Beeilung! Warum habe ich hier... Ach so. Ach nee, habe ich auch Schalter. Verstehe, aber... Das machen wir jetzt in aller Ruhe hier. Hätte ich wahrscheinlich auch einfach so machen können, zack, zack, zack und durchschlagen. Aber wir haben es so gemacht. So, jetzt nur noch ein Schlag wahrscheinlich. Talon. Die Glocke hat schon wieder geläutet. Was sollen wir tun? Noch ein letzter Schlag und es ist vorbei. Oh Gott. Es wird auch vorbei sein. Kommt nochmal alles raus hier. Boah, jawohl. So, zack, 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 zack. Also die ist so gut, die Wirbelattacke, ne? Herzchen holen. Die sind leider auch so nervig hier, die Gegner. So. Jetzt haben wir aber. Tschüssi. Aber ich glaube, wir werden nicht rechtzeitig kommen. Das wage ich zu bezweifeln. Der letzte Glockenschlag wird läuten, oder? In wenigen Augenblicken wäre die Zeremonie vorüber gewesen. Aber ihr müsst mich ja ständig stören. Nun, das ist auch nicht weiter schlimm. Es war nicht sehr viel, aber ich habe genügend Force von Zelda erhalten. Nun kann ich zum mächtigsten Dämonen der Welt werden. Doch zunächst will ich mich um euch kümmern. Na! Okay. Ja, dann bin ich mal gespannt. Ihr stört mich nicht mehr. Ich werde euch eine Kostprobe meiner dämonischen Macht geben. Okay, hat ein fettes Auge. Ich habe leider gar keine Ahnung mehr, wie man gegen den gegamed hat. Aber scheinbar kann man seine Augen kaputt machen und dann einfach reinhauen. Das ist ja erstmal eine easy erste Phase. Jo, das lief gut. Was ist das? Okay, Laserstrahlen, alles klar, verstehe, klar, logisch. Dö. Aber was machen gegen diese Laserstrahlen? Das habe ich noch nicht. Oh Gott. Kann man dagegen was tun? Oder muss ich gerade durchhalten? Also mit dem Schwert passiert gerade nichts. Anderes Item vielleicht. Was könnte ich machen? Das hier. Nö, passiert auch nichts. Okay. Ich habe ein Schild, ja, aber ich glaube, damit wird auch nichts passieren. Bomben, maybe.
Nein, Pumpen ist auch nicht die Lösung. Vielleicht wegsaugen. Aha. Nein. Pfeile. Ich brauche das Schwert. Hilfe. Zieht da eine Bombe rum. Ah. So. Okay. Hat ein bisschen gedauert, aber ich habe es rausgefunden. Hopp, jetzt hau den weg hier. Jetzt aber. Immer noch nicht? Was ist denn mit dem? Jetzt habe ich ihn. Okay. Und neue Phase oder geht's noch eine Runde? Es geht noch eine Runde, natürlich. Dieses Feuer, ne? Das ist eigentlich das Nervigste daran, dass man da so gestunt wird. So. Jo. Die Phase ist vorbei. Okay, schön. Aber es ist auf jeden Fall noch nicht vorbei. Gar nicht so schlecht. Ich habe dich unterschätzt. Gut. Was sagst du dazu? Jetzt kommen diese... Ich habe noch mehr Kraft angesammelt. Meine Dämonenkraft kannst du mit dem winzigen Schwert nicht bezwingen. Genau, jetzt kommt The Big One, ne? Ja, die Kugel. So, wie war das? Wie war das? Wie war das? Ich weiß es nicht mehr. Da kommt auf jeden Fall... Was? Kristalle raus? Okay, warte. Muss ich das zurückschlagen vielleicht? Nein, muss ich nicht. Zurückschlagen. Muss ich irgendwas zurückschlagen? Muss ich die Dinger kaputt machen? Pfeile kriege ich. Pfeile? Okay. Kann ich? Okay, ich mache keinen Schaden damit, scheinbar. Oder? Mache ich Schaden? Ich kann die auf jeden Fall alle umdrehen. Also, er macht komische Geräusche. Ob das jetzt Schaden ist, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber kann auch sein, ich muss das mit dem Schwert der 4 machen. Aber würde vielleicht dann so machen. Und dann baller mal so damit rein, oder? Shit. Ja, aber wir haben... Jo, da können wir reinwäschen. Okay, alles klar, verstehe. Hä? Was jetzt? Ah, die blauen, ne? Nee, hä? Sind die hellblau? Und nu? Jetzt habe ich die hellblau gemacht. Was jetzt? Ich habe sie hellblau gemacht. Jetzt passiert nichts mehr. Aua. Oder ich muss sie alle 4 auf einmal anschlagen. Auch möglich. Nö. Okay, was jetzt? Umdrehen. Nö, damit kann ich nur wegschießen irgendwie. Fern-Boomerang. Ne, Boomerang ist ja so eine Alternativwaffe. Saugen ist auch keine Lösung. Ja, was habe ich noch? Mit dem Schwert geht's nicht, mit dem Pfeil geht's nicht. Anzünden, glaube ich auch nicht. Bomben? Nee. Hä? Ach, guck mal, hier hinten ist ja einer. Das habe ich jetzt erst gesehen. Ich muss die hinten auch rumdrehen. Ach, der ist jetzt einfach hinten. Ah, okay, jetzt. Okay, I got it. Wow. Okay, also Pfeile und Schwert ist auf jeden Fall aktuell die Lösung. I see. Und ich muss alle auf einmal treffen. Dann tut's weh.
Geh mal ein bisschen weg hier. Danke. Natürlich habe ich jetzt hier... Oh Gott, das war ja richtig schlecht. Was habe ich denn an Tränken? Ich glaube, ich werde mir mal so ein Elixier reinhauen. Dann werde ich blau. Dann trinke ich mal das Elixier, heile mich wieder voll. Und krieg gleich wieder Schaden. Wunderbar. So muss das sein. So habe ich es mir gewünscht. So, dann muss ich mal hier ein bisschen was von dem Zeug wegmachen. Damit ich besser arbeiten kann. Shit. Der hockt hier auch aktuell echt blöd. Wird auf jeden Fall ein schöner Überlänge-Part. Bin ich mir fast sicher. Okay, jetzt aber. Bleib stehen. Das hat wehgetan. Das hat richtig wehgetan. Sehr gut. Nicer Treffer. So, ich mache hier mal ein bisschen das von dem Zeug weg. Okay. Jetzt ist die Seite scheinbar dran. Junge, was ist denn mit dir? Kann mich gar nicht mehr dran erinnern, ne? So. Hallo. Hallo. So, jetzt haben wir alles umgedreht. So, jetzt müssen wir irgendwie seitlich an die Sache rangehen. Okay, schön. Das war doch nicht schlecht. Und jetzt bestimmt auch nochmal von der anderen Seite, könnte ich mir vorstellen, damit wir einmal rundherum gegangen sind. Natürlich. Und dann haben wir es aber. So, das Muster scheint ähnlich zu sein. Shit. Das wird nicht klappen, oder? Doch, es hat geklappt. Oh, nice. Das war auch noch nicht die letzte Phase, glaube ich. Da darf nicht wahr sein. Ich bin ein Dämon. Ich bin ein Mächtiger. Ich bin mächtiger als alles andere. Ich kann doch nicht gegen ein Kind verlieren. War es das schon? Ich hatte irgendwie im Urin, dass es das nicht war. Wo bin ich? Okay. Soll ich hier lang? Mir entkommt ihr nicht. Ihr sollt die Kraft des Dämons Fati, der das Force erlangt hat, erfahren. Ja, das war's noch nicht. Genau. I got it. So, ich glaube, wir brauchen auch dieses hier. Ah ja, danke. So, warte mal. Wow, dankeschön. Müssen wir uns klein machen? Müssen wir die Hände irgendwie wegballern? Das ist echt schlimm, wenn man nicht mehr weiß, was Phase ist. Also man kann sich klein machen, ne? So viel schon mal dazu. Wow, dankeschön. Hey, ist das nervig. Aber die Frage ist, ob ich das überhaupt richtig mache. Aber lohnt es sich jetzt schon klein zu werden? Ich kann auch mit meinem Schwert klein draufbauen. Ich glaube, es lohnt sich noch nicht klein zu werden. Ich glaube, ich muss erst irgendwas anderes machen. Alter, die Frage ist halt was. Junge, sei doch nicht so nervig. Der trifft aber auch alles. Im letzten Mal war ich nicht so schlecht. Okay, aktuell machen wir gar keinen Schaden. Mit gar nichts. Wunderbar. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Okay, wir haben alternativ vielleicht das noch. Mhm. Vielleicht use ich erstmal meine erste Fee.
Aber was soll ich auch machen? Was soll ich machen? Bomben hätte ich noch. Ich könnte diesen Blitz vielleicht zurückschlagen. Maybe. Boah, ich krieg ja gar nichts zurück. Kann ich den vielleicht wegsaugen oder so? Auch nicht. Weil... Nope, da passiert auch wieder nichts. Angreifen geht aber auch nicht. Also guck mal, der schießt halt diese Bälle. Aber die Hand schießt halt auch Bälle. Meine Fresse. So, auf die Hand schießt auch solche Bälle hier. Möglicherweise können wir die halt zurückschießen. Auch nicht. Hä, was soll ich hier machen? Ich weiß halt wieder gar nichts, ne? Wir haben hier die Macht, uns in 4 zu verwandeln. Haben hier das komische Teil. Boah, ich weiß genau, das letzte Mal hatte ich auch diese Probleme. Aber was habe ich das letzte Mal gemacht? I don't know. Was können wir tun? Ich habe Pfeile. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Anzünden ergibt für mich auch keinen Sinn. Schild? Schild macht auch nichts. Oh Leute, wir werden gleich sterben. Okay, Leute, I got it. Wir brauchen den Wirbelstab. Und zwar in dem Moment, wenn die so einzeln sind. Das heißt, jetzt erstmal ausweichen. Allem ausweichen und dann, wenn der sich hier wieder so vereinzelt. Like this. Zack. Klein machen. Was? Nein. Rein da. Und töten. Wow, ich mache auch übertrieben wahnsinnig krassen Schaden hier. Ich glaube, ich muss wieder raus. Da muss ich da vielleicht, oh Gott, keinen Schaden nehmen. Mit Pfeilen ran. Zack. So, und wieder klein machen. Der steht da sehr unpassend. Mann, mach dich doch nicht groß. Bist du denn doof? Okay, warte mal. Wie muss ich die besiegen? Pfeile, Pfeile, Pfeile? Nee, ich muss das Schwert der 4 schon nehmen. Aber ich glaube... Ah, okay, da ist ein bestimmter, den ich angreifen muss. Alles klar, verstehe. So, ein Arm ist down. Und ich kriege sogar ein Herz. Ja, das brauche ich. Gib her. Und gleich hier mit dem Wirbelstab weiter, bitte. So, jetzt geht's in die heiße Phase auf jeden Fall. Zack. Alter, was? Kann ich wahr sein hier. Zack. Ja, jetzt bist du der einarmige Bandit, ne? Mein Freund. So. Na klar. Und das machen wir halt mal im Dark Mode. Okay, warte, ich hole mir die Lampe noch dazu. Und raus hier. Ich glaube, wir waren nicht ganz so erfolgreich, wie ich gerne gehabt hätte. So, und schnell weg hier.
er macht wieder den hier und kommt hier raus und zack und wieder rein. Lampe nehmen. Zack. Okay, irgendeiner von denen ist es, glaube ich. Der da. Es ist ein bestimmter immer. Ja, wir haben es. Wir haben es geschafft. Er ist in der noch nächsteren Phase als vorher. I love it. Na klar, und nochmal schön eingesackt hier. So, und jetzt, da erinnere ich mich dran, man muss alle gleichzeitig zurückschlagen. Alle Bällchen. Und denen muss man ausweichen, am besten. Ah, Mann. So, let's go. Es ist schon wieder so stressig, ne? Okay, warte. Der macht jetzt erst den Angriff. Ich renne genau in das Bällchen rein. Jetzt aber. Komm! Schneller! Nein! Kann nicht wahr sein. Okay, ist wieder hier voller Stress, ey, für mich. So, jetzt aber. Ja, und Attacke. Hautruf! Okay. Sehr schön. Weiter geht's. Ja, und nochmal. Komm, volle Bulle! Ah, er lebt immer noch. Warum lebt er denn? Okay, Blitze. Und danach gleich der. Nein, ich hab daneben geschossen. Ah. Und einmal Blitze, bitte. Ja. Ja, wir haben ihn. Okay, nice. War ähnlich knapp wie beim letzten Mal. So etwas Dummes. Was ist mit der Kraft des Force, der dämonischen Kraft? Oh Gott, Leute. Ja, wir haben es geschafft. Und damit gleich sofort ab in die Credits. Ha. Ja, geil. Okay. Ja, ich musste zwischenzeitlich mal kurz nachgucken, wie der Post nochmal ging. Aber ich hatte den Wirbelstab auch schon ausprobiert, muss man sagen. Ne? Der hat in dem Moment irgendwie nichts gebracht. Das war halt irgendwie doof. Ja, aber dann hat es funktioniert. Naja, und wir haben es auf jeden Fall noch auf die Ketten bekommen, den Boss zu plätten. Wenn man sich ein bisschen anstrengt und ein bisschen nachdenkt, dann geht das schon. Und bin echt froh, dass wir das Spiel jetzt hier abgeschlossen haben. Wunderbar. Auch wieder ein bisschen traurig. War ein schöner Randomizer, hat mir gut gefallen. Bin ein bisschen traurig, dass wir das letzte Herzteil nicht bekommen haben. Das war jetzt ähnlich wie beim Twilight Princess Randomizer. Da hat uns auch ein Herzteil gefehlt. Aber da war das Problem halt, dass es, glaube ich, ein Bug war, weil ich hatte die ganzen Herzteil Orte abgesucht, da war halt nichts. Und ich denke halt, dass da irgendwo was verbuggt war. Hier hatte ich einfach gar keine Ahnung, wo ich suchen soll. Weil ich konnte mit dem Spoiler-Log halt null was anfangen. Das ist halt mein Problem. Ich bin nochmal ein bisschen umhergereist und so, war nochmal ein paar Höhlen und war nochmal im Wald von dem Minish, weil ich da noch mit den ganzen Minish nicht geredet hatte, habe ich aber nichts gefunden. Und im Spoiler-Log war mir jetzt halt auch, ja, konnte ich wenig ableiten, sag ich mal. Auf jeden Fall ist das Ende unseres Randomizer-Projekts. Leute, ich bedanke mich für bei eurer Unterstützung, weil ihr habt mir echt gut geholfen, viele Tipps gegeben, die mich erst so weit gebracht haben. Und ich sag mal, zu 99% haben wir das Game durchgespielt. Das 1% ist das Herzteil, was fehlt. Und ich hoffe, es ist erträglich, dass wir das so abgeschlossen haben. War ein wunderschönes Spiel. Ich bedanke mich für euch, bei euch, was laber ich, bei euch, für eure Unterstützung. Und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Projekt wieder mit dabei. Das wird ein bisschen kürzer, das Projekt, denn als nächstes kommt der Link's Crossbow Emulator oder Simulator, sage ich mal. Link's Crossbow Training, ihr kennt es sicherlich. Und ich habe schon alles vorbereitet hier. Hab einen V-Zapper dabei und da werden wir dann ab übermorgen reinstarten.
Also freut euch schon mal auf ein paar schöne Monsterjagden mit der Armbrust. Und ja, wir werden da auf jeden Fall schön versuchen, überall Platin zu erhalten, damit wir da auch 100%, sag ich mal, gemacht haben. Das ist mein Ziel bei der Sache. Ich werde euch jetzt hier allein lassen mit den Credits und schreibt mir gerne, wie ihr das Projekt gefunden habt, ob ihr noch mehr von diesen Projekten haben wollt und seid auch beim nächsten Projekt wieder mit dabei, wenn es wieder einen Randomizer gibt. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.